Ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon am Titel, im heutigen Video gibt es nochmal ein legendäres Video. Und sagen wir einfach mal von allen Schülerantworten-Videos, die wir je gemacht haben, einfach einen fetten Zusammenschnitt gemacht. Fast so fett wie Odomon. RP. Du da, Junge? Aber ja, Freunde, deswegen wundert euch nicht. Wir sind aktuell nämlich jetzt gerade, wenn ihr das seht, in Polen für ein Videodreh. Fragt nicht, wird demnächst irgendwann kommen. Und bevor ihr gar nichts bekommt, gibt's das heute als Ersatz. Aber ich denke mal, viele von euch haben sich eh noch eine neue Folge gewünscht. Und ich wette, ihr habt nicht alle Folgen gesehen. Deswegen checkt das Video ab, Freunde. Lasst immer einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Viel Spaß mit dem Video und let's go. Für Fortnite. So, Leute, fangen wir an mit der ersten Aufgabe. Und zwar ist es eine Stegreifaufgabe aus der Mathematik. Ja, Leute, wer es noch nicht kennt. Keine Ahnung, ich habe das auch noch nie gehabt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich auf einer Baumschule war. Nein, Spaß, Leute. Auf jeden Fall, die Aufgabe ist, geplant ist ein Fest für 40 Personen. Pro Person benötigt man 200 Gramm Fleisch. Ein Stück Fleisch von 250 Gramm kostet 2,25 €. Wie viel kostet das Fleisch für 40 Personen insgesamt? Gut, das ist jetzt natürlich auch eine komplexe Aufgabe. Unterantwortet. Leute, antwortet einfach. Telefonjoker, weil er keine Ahnung hat und oh mein Gott. Der Lehrer schreibt sogar daneben, wir sind hier leider nicht bei Wer wird Millionär. Auf jeden Fall mega geile Antwort. Ich glaube sogar ohne Scheiß hätte ich eine Aufgabe so vermasselt. Ich würde auch so einen Scheiß hinschreiben, weil Leute, Telefonjoker, stell mal vor, ihr seid Lehrer und lest euch das durch. Ihr fragt doch, Alter, ist doch komplett verhindert. Aber auf jeden Fall schon richtig geil. Aber Leute, die nächste, die killt einfach alles. Aufgabe 8, schreibe ohne Klammern. A, Klammer auf, M plus 3, Klammer zu, Quadrat. Gleich und er schreibt ihn ohne Klammern und das bei allen. Ich meine, eigentlich ist es ja richtig. Die Aufgabe ist, schreibe ohne Klammern. Und er schreibt überall hin, ohne Klammern. Ich meine, Digga. Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, habe ich so hart gefeiert. Man muss einfach die Eier dazu haben, das so zu schreiben. Er schreibt halt einfach überall hin, ohne Klammern, also ohne Scheiß. Wenn es auf meinem Kanal irgendeinen Preis gibt, du hättest den jetzt gewonnen. Ich feiere das gerade so unnormal. Ohne Scheiß, als ich das erste Mal gesehen habe, bei mir war komplett rum, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter mit der nächsten Aufgabe. Aufgabe 5. Wenn Anne durch ihr Mikroskop schaut, kann sie trotz fluoreszierendem Farbstoff auf der Zellmembran nichts erkennen. Woran könnte das liegen? Normale Leute schreiben jetzt wahrscheinlich rein, die Chemie von x Quadrat, bla 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 bla. Sie schreibt einfach hin, weil sie blind ist. Wahrscheinlich, weil sie blind ist, Alter. What the fuck? Also so gesehen ist das schon eine richtige Antwort. Hey Leute, ciao, Leben. Ich denke mal, nicht jetzt ernst genommen. Also wenn sie es echt ernst genommen hat, oder er, keine Ahnung, wer es geschrieben hat, dann solltest du echt mal überlegen, ob die Schule das Richtige für dich ist an dieser Stelle. Aber falls es halt echt als Joke war, richtig geil gemacht. Ich feiere das, Leute. Als ob das einfach wirklich immer geschieht. Ich komme da nicht drauf klar. Weiter geht's mit der nächsten Mathearbeit Klasse 2a. Also da ist anscheinend schon immer richtig weit. Aufgabe 1. Lisa bekommt von ihrem Opa 5 Mark. Ihr Bruder schenkt ihr sein Taschengeld von 2,50 Mark. Ihr Papa verdoppelt das Ganze. Was hat Lisa jetzt? Jeder normale Mensch würde jetzt schreiben 5 Mark. Er schreibt, Lisa hat eine sehr großzügige Familie. Ich meine, das stimmt ja auch. Also wenn der Vater dann einfach verdoppelt und ihm nochmal 2,50 Mark mehr gibt, dann ist er ja sehr großzügig. Also warum gibt es hier 0 Punkte? Thema 32 Schokoriegel gebunkert. Er isst davon 25 Schokoriegel. Was hat er jetzt? Und die Antwort, Diabetes. Tim hat jetzt Diabetes, Alter. Was? Leute, ich feiere das so hart. Das Ding ist halt, wenn du 25 Schokoriegel runterhaust, dann hast du wahrscheinlich wirklich Diabetes. Auf jeden Fall, Markus, wenn du das siehst, deine Antworten sind... Wobei man sich hier halt schon fragen kann, okay, ist das vielleicht sogar Verarsche, weil... Leute, welcher Zweitklässler weiß, was Diabetes ist? Aber keine Ahnung, ich habe es im Internet gefunden, einfach mega gefeiert, deswegen habe ich es einfach reingenommen. Bei den nächsten Aufgaben auch wieder so eine Scheiße. Und zwar erste Aufgabe, was bedeutet DNS ausgeschrieben? Döner nichts schmecken. Na klar, was auch sonst. Dann habe ich auch gefeiert. Was sind Gene, Chromosomen und ein Genom? Normalerweise würde man sich jetzt Gedanken machen, so Chemie, Bio, was kommt da jetzt hin? Er schreibt hin Wörter. Ich meine, klar. Ich meine, das sind ja auch Wörter, aber... Bah. Aufgabe 3. Wie heißen die 4 Basenmoleküle, aus denen die DNA besteht? Was macht der Typ? Der gibt den einfach Namen. Peter, Bernd, Uwe und Jochem. Na klar, du, warum auch nicht? Auf jeden Fall so behindert, Alter. What the fuck? Aber Leute, ich kann noch eins toppen und ich weiß nicht genau, ob ich den schon mal hatte. Wenn ja, dann tut es mir auf jeden Fall leid, aber das war so ein Klassiker, den habe ich jetzt einfach nochmal gefunden und den muss ich nochmal zeigen. Die Aufgabe ist nämlich, finde ich, denke mal, ihr kennt es alle aus so einem Diagramm, Dreieck, bla bla bla. Ihr müsst halt dann anstatt X halt einfach diesen Wert dafür bestimmen. Ja, hier der junge Mann, der hat es anscheinend relativ schnell gefunden, eingekreist und direkt mit hier beschrieben. Als ob die das meint. Applaus auf jeden Fall. Er hat X relativ schnell gefunden. Also wirklich
Habe ich gefeiert. Richtig gut gemacht, junger Mann. Leute, ich feiere so Sachen so hart. Aber ich habe noch eine, wirklich jetzt allerletzte Sache. Zwei Aufgaben. Einmal addieren. Deine Mutter kauft dir eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90 Euro. Was ergibt das? Antwort: Streit mit meinem Vater. Fand ich ganz geil. 6 subtrahieren. Robert hat 50 Kekse. Er isst 35 davon auf. Was hat er dann? Ein Besuch im Krankenhaus. Ciao, alles klar, what the fuck. So, Leute, und der erste Fail ist schon wieder so, oh mein Gott. Ich denke, man kennt sie alle aus dem Matheunterricht. Ihr habt da so Aufgaben x Quadrat mal 5, 8 ABC und keine Ahnung, Leute, es gibt ja echt so viel Scheiße. Es gibt, glaube ich, das ganze Alphabet gibt es irgendwie in Mathe. Und ihr kennt ja so Aufgaben, das P mal 5 Y ist das und das. Und Leute, ich habe es auch nie gerafft in der Schule. Die Person im jetzigen Fail hat es anscheinend auch nicht so ganz hinbekommen und hat einfach überall als Antwort Jesus geschrieben und schreibt darüber, Jesus is always the answer. Heißt so viel wie Jesus ist einfach immer die Antwort. Und Leute, das lernt man halt wirklich im Religionsunterricht so, Jesus ist auf alles die Antwort. Und er hat es halt einfach in einem Mathe-Test hingeschrieben, daneben noch so ein Kreuzchen gemacht. Also, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Richtig krasser Typ. Ich glaube, ohne Scheiß, wäre ich Lehrer, ich würde dafür sogar noch so einen halben Punkt geben, so, weil, ich weiß nicht, man kriegt die Religion beigebracht und wenn man es dann im Mathe aus Joke hinschreibt, ist es falsch. Auf jeden Fall richtig krasse Aktion, feiere ich mega. Also echt, da muss man erstmal die Eier zu haben, das zu machen. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Fail und Leute, wie heißt das Virus, das für AIDS verantwortlich ist? Er schreibt hin, HSV. Leute, HSV ist eine Fußballmannschaft. Was geht ab? Es heißt nicht HSV, es heißt HIV. Leute, das weiß man doch. Er schreibt hin, HSV. Was sich der Lehrer wohl denkt, so, bist du dumm? Auf jeden Fall richtig krasser Typ. Ihr wisst Bescheid, Leute, hoffentlich kriegt ihr alle nicht den HSV. Egal, Leute, wir machen direkt weiter mit dem nächsten und ich sag's nicht mehr, es ist einfach alles komplett behindert. Das nächste Bild zeigt, wie ihr es ja auch schon so schön sehen könnt, eine Pyramide der Grundbedürfnisse nach Maslow. Ich denke mal, viele haben es in der Schule schon gehabt, das hat man, glaube ich, schon in der 7., 8. Klasse irgendwie und lernt das. Und normalerweise kommt da rein Sicherheitsbedürfnis, Selbstverwirklichung und all so ein Zeug. Und er schreibt einfach hin, Pizza, Süßigkeiten, Pommes, Eis und Schnitzel, also bei dir läuft es auf jeden Fall richtig krass. Ich meine, so von dem Zeug her könnte man denken, ich hätte es geschrieben, weil das ist so ziemlich alles, was da steht. So mein Lieblingsessen, ich liebe Süßigkeiten, ich liebe Pizza, ich liebe Schnitzel. Schnitzel wäre bei mir auch ganz oben. Aber ohne Scheiß, bevor ich da nichts hinschreibe, würde ich dir auch so eine Kacke hinschreiben. Wie lustig ist das bitte? Was ich voll schade finde, dass man hier nicht noch sieht, was der Lehrer reagiert hat, was er da hingeschrieben hat. Das fände ich so geil, das mal zu sehen, Leute. Und by the way, Leute, falls ihr noch irgendwelche lustigen Schülerantworten habt, schreibt mir die einfach mal per Insta-Direct oder so. Ich bin immer gespannt, was ich da für eine Scheiße kriege. Die meisten kriege ich momentan alle aus dem Internet und so ein Kram, deswegen nicht wundern. Viele YouTuber haben wahrscheinlich auch schon über genau die Antworten auch schon Videos gemacht, war auch beim letzten Video, habe ich ein paar Mal in den Kommentaren gelesen. Leute, es gibt davon halt nicht eine Milliarde, wo jeder was Eigenes machen kann, sondern es gibt halt lustige Sachen und die zeigen halt ein paar YouTuber. Deswegen, Leute, nehmt sowas immer ganz gechillt. Ich kenne auch viele Videos von anderen YouTubern, die auch schon so ähnlich mal hatten. Deswegen, ja, ich laber schon wieder so viel Scheiße. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Heimat, was bedeutet das für mich? Aufgabe 1, Kreuze an. Heimat ist für mich der Ort, an dem ich geboren bin. Dort, wo meine Familie und meine Freunde leben. Etwas ganz Besonderes. Dort, wo ich mich wohlfühle. Dort, wo ich WLAN habe. Aber Leute, es ist ja wirklich so, sobald ich zu Hause bin, ich bin immer froh, hey, ich habe WLAN, gutes Internet, alles gut. Ich hasse das nämlich, wenn ich in der Stadt oder so unterwegs bin und diese scheiß mobile Netz. Leute, ich weiß, YouTuber verdienen ja 4 Millionen, trotzdem habe ich Aldi Talk und der Empfang ist einfach so scheiße. Man hat irgendwie gefühlt immer minus, minus E oder keine Ahnung was, mein Internet lädt so fucking langsam. Ich glaube, ich muss mir echt eine neue Flat suchen, aber Aldi Talk kackt auf jeden Fall ordentlich rein. Deswegen, Leute, immer wenn ich nach Hause komme und WLAN habe, Leute, ich liebe mein WLAN hier zu Hause. Das Geile ist, normalerweise gibt es bei uns hier so 200.000er Leitung. Wer sich damit auskennt, weiß, das ist verdammt flott. Aber ich habe halt hier mein Gewerbe und kann deshalb eine Business-Leitung haben und habe jetzt einfach noch einen Upload von 4 Millionen. Feier ich auf jeden Fall so hart, Leute. Aber gut, die Antwort ist auf jeden Fall richtig lustig gewesen. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten und oh, ich sehe es schon. Die Aufgabe ist, benenne diese Teile, die da sind. Also ihr seht schon, da Rechteck, Quadrat, dies, das. Ihr kennt es alle aus der Schule. Parallelogramm, dies, das. Und rechts stehen auch so Antwortmöglichkeiten. Rectangle, Rhombus, Parallelogramm. Aber der Typ hat einfach die Aufgabenstellung zu ernst genommen. Da steht ja, benenne sie und er gibt halt einfach wirklich Namen. Nummer 1 heißt Bob, Nummer 2 Sam, Nummer 5 Katie, Nummer 3 Harry und Nummer 4 Teddison. Warum ich gerade nicht von 1 bis 5 ganz normal hochgezählt habe, weiß ich selber nicht, aber Leute, was geht ab? Auf jeden Fall richtig krasser Team, Leute. Er schreibt, ihr müsst das mal bringen in irgendeinem Test. Stell mal vor, ihr schreibt da hin,
Bob, Jerry, Jackson, Jeff, L. Wäre ich ein Lehrer? Oh mein Gott, ich würde locker, ich würde euch volle Punktzahl geben für so eine Antwort. Das ist so behindert, Mann. Aber Leute, glaubt mir, das nächste, das toppt nochmal wirklich, wirklich alles. Die Aufgabe lautet nämlich das Prädikat. Sportarten. Schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst. Du sollst also hinschreiben, wie du nach dem Prädikat fragst. Er schreibt, darf ich bitte den Prädikat haben? Warum? Was ist das? Darf ich bitte den Prädikat haben? So richtig so, ey Bruder, kann ich den haben, ey? Hammergeil, Leute. Ich feier so eine Antwort einfach. Oh mein Gott, so krass. Ich will auch, by the way, hier kein Beleidigen für so Antworten, aber das ist so lustig, Leute, dass ich wette, das war auch irgendein Grundschüler oder so. Deswegen kann man das eh nicht so böse nehmen. Aber darf ich bitte den Prädikat haben? Das ist auf jeden Fall so eine Aufgabe. Ihr kennt es wahrscheinlich alle aus der Schule. Da ist dann irgendwer, in dem Fall jetzt die liebe Tracy. Und du halt einfach die Aufgabe hast, dann herauszufinden, was da dran jetzt der Fehler war. Ja, und da steht dann auch drunter, also ich übersetze direkt in Deutsch, halt, Tracy liegt falsch, zeig jetzt mal mit einem Beispiel, warum die falsch liegt. Und er schreibt einfach als Antwort, sie ist eine Frau, Alter. Puh. Leute, er schreibt einfach hin, weil sie eine Frau ist. Alter, was geht denn ab? Ich bin mir nicht sicher, was für ein Lehrer du hattest, ob es eine Lehrerin oder ein Lehrer war. Aber wenn du eine Lehrerin hattest, locker, die hasst dich danach dein Leben lang. Ich meine, Leute, ich hatte früher sogar schon eine Lehrerin, mit der ich das ein oder andere Mal aneinander geraten bin. Aber ich glaube, die so eine Scheiße mal in irgendeinem Test geschrieben. Leute, die hätten mich bis nach Azkaban rausgekickt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so krass, Leute. Er haut direkt so einen gegen Frauen raus. Hammerharter Typ auf jeden Fall. Aber wir machen direkt weiter mit der nächsten Antwort. Und zwar ist die Aufgabe, du hast 10 Kekse. Jemand fragt dich nach 2 Keksen, wie viele Kekse hast du noch? Er schreibt einfach zur Antwort in 10. Ich stelle mir jetzt 2 Fragen. Entweder das extra gemacht, so von wegen, okay, ich gebe keine Kekse ab, weil in der Frage steht, jemand fragt dich nach 2 Keksen. Vielleicht da dachte sich der Typ auch einfach, nee, ich gebe halt keine ab. Oder da hat er einfach das IQ von Danalchi und kriegt einfach gar nichts in seinem Leben gebacken. Ich meine, Leute, das ist aber auch verdammt schwer. 10 minus 2, da muss man auf jeden Fall schon Abitur für haben, um das zu lösen. Also, Leute, wir können drauf schließen. Der Typ war anscheinend nicht die hellste Leuchte im Himmel. Aber gut, Leute, fand ich jetzt selber nicht so krass lustig. Deswegen machen wir direkt mal weiter. Why are there rings on Saturn? Also übersetzt, warum ist da so ein Ring um den Saturn rum? Und er antwortet einfach, weil Gott es halt einfach gemocht hat und ihm einen Ring verpeilt. Was da dran ist, witzig. Das Ding ist, ich hab die alle von so einer Seite und ich weiß nicht, ich wollte mir die jetzt nicht direkt durchlesen, damit ich im Video dann Fake-Scheiße machen muss. Aber ich merke gerade selber, da ist schon echt viel Scheiße dabei. Die Lehrerin schreibt auf jeden Fall, Saturn was not a single lady. Also Saturn ist keine Single-Frau, die einen Ring gebraucht hat, die ist da. Aber Leute, das war einfach nicht witzig. Ich verstehe nicht, warum ich das gerade vorgelesen habe. Der nächste sieht auf jeden Fall schon geil aus und zwar in a word, describe school. Übersetzt heißt das, beschreibe die Schule mit einem Wort und er schreibt einfach in Hölle, also hell auf Englisch, Leute, wird genommen. Auf jeden Fall richtig geiler Typ. Also sowas, das muss man sich einfach mal trauen, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr früher die Schule gemocht oder nicht? Ich muss ehrlich sagen, wo ich aus der Schule raus war und damals ein Praktikum gemacht habe, jeden Tag bis 5 Uhr, fand ich schon geiler, damals in der Schule gewesen zu sein. Aber jetzt als YouTuber kann ich natürlich eh den ganzen Tag nur chillen, Leute. Nein, alle, die das denken, Leute, was geht ab mit euch? Ich meine, ich muss ehrlich sagen, so als YouTuber hat man mehr Freizeit, aber ich mache trotzdem jeden Tag ein Video, jeden Tag schneiden, Thumbnail machen, dies, das, Leute, so viel zu tun. Das glaubt man manchmal gar nicht. Aber trotzdem, klar, man hat schon so gewisse Freiheiten, bla bla bla. Aber ich sehe es trotzdem auch schon als Job an und ich laber schon wieder so viel Scheiße, was gar nicht mit dem Video zu tun hat. Halt deine Und da sehen wir auch schon die nächste Aufgabe. Say and write. Und das sind halt immer Bilder und man muss darunter einen Buchstaben einfügen. Ich weiß nicht, so von der Grundschule oder? Das erste Cow, Häkchen. Das zweite Bird, Häkchen. Das nächste Cat, Häkchen. Das nächste Dog, Häkchen. Dann, Leute, da ist einfach eine Ente und Ente heißt doch eigentlich ja Duck und er schreibt fucking. Mann, war der geil, Alter. Da habe ich mich weggeschmissen, so lustig wieder da. Der nächste Fisch war auch richtig, also das war wieder so ein Bild. Da werden sich meine Kinder noch dran erinnern, weil das so verdammt lustig war. Deswegen, ich habe echt auf YouTube so ein paar Videos gesehen, wo sich Leute mega freck gelacht haben über so Sachen. Da habe ich zu Freunden einfach gesagt, pass auf, findet mir mal geil, dass ich die vorlese. Falls ihr das gerade seht, ihr habt richtig hart reingeschissen. Na Leute, machen wir weiter mit dem nächsten. In welchem der beiden Vorgänge findet die Reduktion von Titan statt? Im ersten Vorgang. Das ist so eine Antwort, die hätte einfach von mir kommen können. Wahrscheinlich war die ganze Aufgabe, man muss so Formeln testen, Gegentesten, dies, das, und er schreibt im ersten Vorgang. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ich frage mich halt, kriegt man eigentlich Punkte, wenn man das so hinschreibt und das dann stimmt? Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Also den Typ feiere ich schon mal richtig hart, Leute. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Und da steht aber selbst, Toni übt jeden Tag 20 Minuten lang Klavier spielen. Und da soll man drunter schreiben, was ist der Effekt davon? Und er antwortet einfach, er ist ein großer Nerd.
Da hat auf jeden Fall wieder einer geshootet, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sogar früher auch Klavierspielunterricht. Jede Woche und ich konnte sogar mal eine Zeit lang gut Klavier spielen. Inzwischen halt leider nicht mehr. Aber so generell 20 Minuten am Tag sollte ich sogar früher auch mal immer lernen. Aber habe ich nie gemacht, weil ich weiß, das war mir viel zu viel, Leute. Auf jeden Fall hat der Typ mit der Antwort schon wieder richtig einen rausgehauen. Frage. Hauptstadt von Frankreich. Antwort. Frankreich City. Klasse 8 Realschule wahrscheinlich, oder? Weiter geht's. Frage. Wer wurde im Jahr 1871 der erste deutsche Kaiser? Antwort. Guido Westerwelle. Junge, wo bin ich hier schon wieder gelandet gerade? Aber okay, Freunde, im nächsten gab's einen Klassenbucheintrag. So haben die Lehrer dann eine Mitteilung und die Eltern rausgehauen. Und zwar, ihr Sohn, so und so ist zensiert, muss am 10.03.2008 um 14 Uhr nachsitzen. Uff, F in den Chat. Grund, er zeigt sein erregte... im Unterricht und klatscht es an. Cornelia? Digga, was ist das denn? Biotouch-neutral-Alarm. Bruder, warum ist das hier drin, Mann? Ich mach direkt weiter, verdammte Scheiße, Mann. Was habe ich mir da gerade und warum sucht Flo Jawbreaker, der mir die Sachen raussucht? Warum schreibst du mir sowas hier rein, Digga? Was ist das, verdammte Scheiße? Frage, wie wirkt die Antibabypille? Antwort, sie frisst die Spermien auf. Was, Bruder? Junge, wer hat euch verarscht? Was ist das hier? Biotest. Die ersten Zellen waren wahrscheinlich einsam. Sehe ich genauso. Verstehe ich nicht, wo deine Fehler ist. Bruder, gell, Bruder, Frau. Frage. Wer übersetzt die Bibel ins Deutsche? Und er schreibt Lothar Matthäus. Junge, wo bin ich hier heute, Mann? Das ist doch eine Frechheit. Jeder, der es von euch nicht weiß, Lothar Matthäus war ein Fußballprofi. Und ja, mehr nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Warum bestehen die meisten Kochtöpfe aus Gusseisen, Aluminium oder Edelstahl? Weil sie dann nach dem Abwasch schön glänzen. Ja. Was geschah an Ostern? Jesus ist aufgekreuzt. Bro, Junge. Was für aufgekreuzt. Oh, es tut schon weh, Junge. Aufgekreuzt. Als käme er nur so um die Ecke. Hey. Homework. You are to assume the role of Chinese immigrant and write a letter. Musst du tun, als wäre ein chinesischer Immigrant und musst einen Brief schreiben. Bro, der schreibt auch Chinesisch. Junge, er hat die Aufgabe auf jeden Fall zu ernst genommen, Junge, was? Aber das ist doch richtig. Also wenn die Lehrerin da die volle Punktzahl gibt, ich meine, er hat als chinesischer Immigrant geschrieben, Chinesisch, was auch sonst. Ich stelle mir gerade vor, wie die Lehrerin zu Hause sitzt, sie denkt, hä? Oh, der kickt mich komplett weg. Aufgabe 0.7. Grundschule, 3. Klasse. Aufgabe im Sachunterricht. Nenn mir eine große Stadt in NRW mit K. Schülerantwort Karstadt. Bobby has 4 dimes. Ich glaube, dimes ist Geld. Amy has 30 pennies. Which child has more money? Bobby. Wie kannst du das wissen? Zeig, was du dir denkst. Dann schreibt hin, Bobby. Er denkt an Bobby, ja, ist doch richtig, hä? Ich muss mal runterkommen, das ist gerade... Ich weiß nicht, warum ich das so wegkickt. Aber egal. Grundschule, 3. Klasse, Probe, katholische Religion. Frage. Welche Geschenke brachten die drei Weisen dem Jesuskind mit? Schülerantwort, Gold, Weihrauch und eine Möhre. Nein, verdammt, das ist keine Möhre. Hausaufgaben im Fach Deutsch. Verfasse eine Kurzgeschichte. Länge maximal eine Seite, die folgende Themen beinhaltet. Religion, Sexualität, Geheimnis. Oh Gott, ich bin schwanger. Wenn ich nur wüsste, von wem. Ja, so cool, alles drin. Ich werde Vater. Weiter geht's heute mit einem Biotest. Was ist die höchste Frequenz, die ein Mensch wahrnehmen kann? Warum Mariah Carey? Und warum malt das so Herzchen dahin? Verliebt. Jetzt hab ich... Bruder, jetzt hab ich überhaupt gar nichts mehr. Wie kommen auf Mariah Carey und warum ist Mariah Carey lustig, hä? Mariah, Junge, scheiß drauf, wie die heißt. Genau. Die nächste Aufgabe ist von einem Kunstunterricht und zwar kannst du diesen Jeep hier darunter im Ding zeichnen? Scheiß drauf, Digga. Nö. In die Fresse, Rap, jetzt gibt's Heckmeck. Nächste Aufgabe. Ein rechteckiges Grundstück hat einen Flächeninhalt von 450 Quadratmeter. Seine Breite beträgt, keine Ahnung, 20 Quadratmeter. An einer Längenseite des Grundstücks fließt ein Bach vorbei. Der Besitzer will zum Bach hin einen Zaun errichten, um Unfälle zu vermeiden. Wie lange muss der Zaun vom Bach sein? Und die Antwort ist, keine Ahnung, soll ich das selber um mir ausgemacht. Warum muss der Typ sich auch darum kümmern, wie der seinen Zaun baut? Das wäre mir doch egal, Junge. Er schreibt ihn keine Ahnung. Warum kümmert er sich nicht selber?
Schulsystem verstanden, Alter, ganz einfach. Frage, wie alt war Jesus, als er gekreuzigt wurde? Antwort, Jesus war 33, als er genagelt wurde. Ja. Wie nennt man den Urvater der drei monotheistischen Religionen? Avatar. Jo. Was sind die nördlichsten deutschen Inseln? Irland und der Nordpol. Bruder. Grüße gehen raus. Das ist ein Zitat. Die Erde dreht sich um seine eigene Axt. Klasse 5 Realschule. Für Fortnite. Hohe Männerstimme. Tenor. Tiefe Männerstimme. Orkan. Wahrscheinlich Orkan, Bruder. Türkiye. Extemporale aus der Mathematik. Klasse 5a. Gruppe A. Löse folgende Gleichungen und beeindrucke mich. Was denn beeindrucke mich? A. 3x gleich 4x plus 2. B. Minus 5x gleich minus 4x minus 4. C. 5. Sehe ich aus, wenn die jetzt alle Aufgaben vorlesen? Yeah. Auf jeden Fall die Antwort, Leute. Es ist nicht meine Motivation, andere Menschen zu imponieren. Wegen beeindrucke mich, Bruder. Und die Lehrerin schreibt sehr gut, man sollte die Fragen immer kritisch betrachten. Das war ein Kracher. Der war richtig lustig. Ha. Lösch dich. Was bedeutet MÜNN? Meter über Meeresspiegel. Normal 0. 2 von 2 Punkten. Nice. Was bedeutet in der Kartenlegende? Bubble. A. Bahngleise. B. Bundesstraße. C. Michwald. D. Freies WLAN. Hä, was für freies WLAN, Junge? Ist es nicht sogar ein Symbol, wenn man irgendwas in die Luft sprengt? Wahrscheinlich WLAN, Junge. Aber nur am Aussichtspunkt, oder was? Oha, Junge. Lehrer direkt mies getriggert. Wie wird Milch hergestellt? Da muss die Kuh fragen. Ja, wen auch sonst? Hä, was ist das für eine Frage, Digga? Warum gibt eine Kuh Milch? Weil sie ihre Kinder versorgen muss. Aufgabe 14. Zeichne den Aufbau einer Seifenblase. Perfekt, das Digga. Aber es ist eine Seifenblase. Wenn man sich mal anguckt, eine Seifenblase sieht so aus. Erst recht, der Lehrer schreibt ein Fragezeichen. Aber was soll man denn da auch hinschreiben? Ah, wahrscheinlich Chemieunterricht. Und du musst die chemische Formel da hinschreiben. Digga. Egal, Antwort 10 von 10. Aufgabe 1. Du hast 10 Kekse. Jemand fragt dich nach 2 Keksen. Wie viele Kekse hast du noch? Er schreibt in 10, Junge. Kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Test von Denergy war. Weil Essen abgeben. Wie sehe ich aus, Mann? Soll ich machen? Finde ich's. Hier ist es. Digga, danke, Mann. Jetzt haben wir's gefunden, Junge. Wie schlecht ist das? Ah, das war geil. Schreibe ohne Klammern. Ohne Klammern, ohne Klammern, ohne Klammern, ohne Klammern. Ah, ich hab so Halsschmerzen. Hör doch auf, Junge. Es ist so schlecht. Bruder, wer kommt noch so eine Idee? Aufgabe 7. Welche Kinderkrankheiten... scheiß drauf, Mann. Ja, ja, ja. Welche Kinderkrankheiten kennt ihr? Die Pubertät. deine Eltern würden dir da voll zustimmen. Hausaufgabe im Fach Deutsch. Verfasse eine Kurzgeschichte. Länge max eine Seite, die folgenden Themen beinhalten. Religion, Sexualität, Geheimnis. Und er schreibt, oh Gott, ich bin schwanger. Wenn ich nur wüsste, von wem. Chillig. Aufgabe 2. In welchen Fällen sollte man ein Komma setzen? Kommas können nicht sitzen. Was, Bruder? Veranschauliche und erkläre Darwins Theorie. Der Kleinste verliert. Fische sind grausam. Digga, was gucke ich mir gerade an, Mann? Kommt ja auch noch ein Witz, oder was? Klausur Biologie. Welche Sinne gibt es? Den Unsinn, den Spürsinn, den Wahnsinn und den Blödsinn. Der war super, der war... Wie entstehen Lebensmittelvergiftungen? Wenn meine Mutter versucht, Fisch zu kochen. Ich werde gleich einfach rausgehen. Es ist mir scheißegal, Mann. Das war ja unlustig, sein Vater. Das Internet ist das perfekte Medium, um so viele Menschen wie möglich in kürzer Zeit zu erreichen. Aber was sollte man bei der Benutzung beachten? Dass man nicht so doof ist wie Susi aus der 9. und Nacktbilder auf Twitter postet. Oh, oh shit, Digga. Da wurde komplett hops genommen, Junge. Bruder. Oh, shit. Stell mal vor, ihr seid Lehrer und ein Fünftklässler schreibt das in den Text und ihr kennt diese Susi. Okay. Bruder, das ist schon Endlevel, ich sag's euch. Hei, Susi. So nicht. Koordinatenursprung. War falsch, Steigung war falsch. Achse im Punkt, Aufgabe 17. Wo liegt C? Da. Danke. Finde das richtige Langwort. ZDF. Zentrum der Finsternis. Hä? ALLG. Allgemein. Hä? Trafo. Transformator. Kammer, Kilometer pro Stunde. Okay, das war okay, aber Bruder, Zentrum der Finsternis, what the fuck? Schriftliche Übung Nummer 1. Und oh shit, er macht oben 100 Euro Bestechungsgeld. Und der Lehrer schreibt leider abgelehnt, aber ohnehin nicht nötig. Ich wette, das war so ein richtiger Streber-Joke. Ich wette, der hat eine 1 gehabt, alles war tipptopp. Und schreibt nach oben hin als kleinen Gag, 100 Euro Bestechungsgeld, ne? Digga, scheiße ist das cringe. Sind sie kindisch? Ja? Nein. Und malt ein Haus. Sind sie nervös? Ja.
Nein. Sind sie paranoid? Ja, nein. Warum? Sind sie rassistisch? Ja, nein, Bruder. Sind sie betrunken? Ja, nein. Treffen sie ihre Entscheidung? Ja. Nein. Oh, okay, der war nicht schlecht. Einen Cookie für sie. Und für die Zweitkurik. Digga, der ist schon wieder so... Ich mach einfach weiter, das ist mir egal. Oh, das nächste Bild gehört auch... Ah, der Lehrer hat richtig lustig geantwortet. Aufgabe 5. Gegeben. X30. Scheiß drauf, Digga. Da bin ich schon lange raus. Gesucht. Haft- und Kleidreibungskoeffizient. Kann man das wirklich berechnen? Ja. Das ist ja fast wie Petra 3 Bonbons. Sie teilt mit ihrem Bruder und ihrer Schwester. Wie viele Äpfel hängen an dem Baum? Diese Aufgabe ist wie... Ah, geil, Digga. Ey, hätte ich keine Ahnung von irgendeiner Matheaufgabe, so eine Antwort musst du dann schreiben. Wenn ihr eh schon keine Punkte bekommt, scheiß drauf, dann schreibt sowas. Denn Junge, das ist ja mal mies geil. Aber gönnt euch den nächsten Screenshot. Das ist von einem Kind aus der Grundschule und gezeichnet ist hier eine Mütze. Ihr seht es im Hintergrund. Und das Kind schreibt drunter, die Möse. Ganz genau, ne Möse ist es. Ah, geil, Junge, das ist eine Münze. Angenehme Schulgeräusche. Wenn die Jungs reckeln, wenn wir Fußball spielen, wenn die Mädchen leise sind. Das sind angenehme Geräusche, Bruder, da hast du recht. Unangenehme Schulgeräusche. Wenn die Mädchen reden. Wenn die 4a rumschreit. Aha. Wenn es auf der Hofpause laut ist. Hä? Mit den Mädchen, das steht oben drüber, sehr witzig. Und er kriegt nur einen halben Punkt, was soll das? Wenn das für ihn unangenehme Schulgeräusche sind, dann lass doch, hä? Aber Maschallah, in dem Alter wird schon so rausgefeuert. Was suchte Kolumbus? Gefürze und Gold. Ja. Bau- und Holzberufe. Dachdecker. Tischdecker. Was für Tischdecker? Der Tischdecker deckt den Tisch oder was? Ja, ja. Bruder, der nächste sitzt im Hintergrund. Der Typ hat einfach keine Ahnung, was er schreiben soll. Und schreibt Telefonjoker. Die Lehrerin schreibt, ich bin nicht Günther Jauch. Ach was. Fünfte Aufgabe. Addieren. Deine Mutter kauft dir eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90. Was ergibt das? Streit mit meinem Vater. Oh shit. Subtrahieren. Robert hat 50 Kekse. Er isst 35 davon auf. Was hat er dann? Ein Besuch im Krankenhaus. Alles klar, Mann. Begründe mit Hilfe des Tierschutzgesetzes, warum der Elefant kein geeignetes Haustier für dich ist. Junge, was ist das für eine Frage? Das Futter kann ich nicht im Supermarkt kaufen. Ich kann mit ihm nicht zum Tierarzt. Ja, wie auch. Außerdem will ich ein Pferd. What the fuck? Was hat das mit dem Tierschutzgesetz zu tun, Schattilere, ne? Ja, ist ja mega nervig, wenn ihr nicht zu eurem Tierarzt könnt mit eurem Elefanten. Was soll denn das? Heimat. Was bedeutet das für mich? Aufgabe 1. Kreuze an. Heimat ist für mich der Ort, in dem ich geboren bin. Ja. Dort, wo meine Familie und meine Freunde leben. Ja. Kein bestimmter Ort. Dort, wo meine Wurzeln sind. Etwas ganz Besonderes. Ja. Dort, wo ich mich wohlfühle. Ja. Nichts Besonderes. Und dann schreibt er, dort, wo ich WLAN habe. Ah, natürlich, Digga. Erstmal Meckes wohnen. Der nächste Aufgabe 3. Beweise anhand eines Grafen, dass es mindestens zwei Lösungen gibt. Und Bruder. Zwei Lösungen. Ente und Hase. Und da malt dieser Typ ein Diagramm. Und wenn man so guckt, ist dann Hase. Und wenn man so guckt, ist dann Ente. Junge, das ist voll krass. Und sogar der Lehrer auf Ehre schreibt an den Rand, für den Humor würde ich dir am liebsten 100 Punkte geben, aber leider nur 1 von 10. Walla Krise. Aber Real Talk, was eine kranke Antwort, Junge. Das habe ich ja so gefeiert. Weiter geht's. Wie heißt das Virus, das für AIDS verantwortlich ist? HSV. Wahrscheinlich HSV, oder? Oh, Digga, ich schreib einfach HSV dahin. Oh, chillig. Okay, wir machen weiter. Das Mittelalter. Das weiß ich bereits. Dass man jugendlich... Hä? Dass man schon eine Freundin hat. Eine Freundin hat. Das ja. Egal, Freunde, wir machen weiter. Frage 2. Wie kommt ein Bischof zu seinem Amt? Er fährt mit dem Auto. Erkläre den Begriff Vakuum. Leer. Aber eigentlich jetzt mal Real Talk ist gar nicht so scheiße. Weil ein Vakuum ist ja, wenn irgendwas leer ist. Also beziehungsweise wenn Luft entsteht. Also theoretisch. Ja, es ist trotzdem verdammt scheiße. Also ich halte einfach meine Schnauze. Danke. Ich benenne das Geschlecht, dem König Ludwig entstammte. Männlich. Danke. Bäume, die Blätter haben, nennt man Baum. Bäume, die Nadeln haben, nennt man Baum. Wälder, in denen nur Bäume mit Blättern stehen, nennt man Wald.
Wälder, in denen nur Nadelbäume vorkommen, nennt man Wald. Wälder, in denen beide Baumarten vorkommen, nennt man Wald. Das ist doch Real Talk, Junge. Es stimmt doch einfach. Wald ist halt ein Überbegriff. Und Bäume, wo halt Blätter sind, sind halt immer noch Bäume, hä? Was erwarten die Lehrer, was man da hinschreibt? Plattbaum. Nadelbaum. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ich wüsste nicht mal die richtige Antwort. Nadelbäume? Nadelwald? Wir lassen das lieber. Nächste Aufgabe, Freunde. Das sind meine Fragen zum Thema Milch. Warum Thema Milch? Junge, und der haut einfach die Antwort raus, wieso nicht Wurst? Die nächste Aufgabe ist eine Überschrift von einer Klassenarbeit. Er schreibt in Übung. Aber Bruder, ist das eine Klassenarbeit? Was für Übung? Die Lehrerin dachte sich auch, hä? Aber Freunde, oh mein Gott, das nächste. Oh, nenne 5 Gründe und er will weil schreiben. Also die Rechtschreibung, Bruder. Was, Bruder? Das muss ein Test von Denergy gewesen sein. Weil. Wer schreibt denn hinter dem E noch ein E, Bruder? Odysseus und keine Ahnung was bei Nummer 1. Ist ja safe nicht mehr die erste Klasse, sowas. Das weiß man. Weil. Okay, chillig. Aber egal, Freunde, weiter geht's im Fach Biologie. Wir haben es früher alle geliebt. Ich denke mal, eigentlich keiner hat es geliebt. Nenne 6 Tiere, die ausschließlich in der Arktis leben. 2 Eisbären und 4 Robben. 4 Robben. Alter, das ist schlau. Physikarbeit. Was ist die stärkste Kraft auf der Erde? Liebe. Oh Mann, das ist echt verdammt. Freunde, bei der nächsten Aufgabe, jeder kennt es. Wenn man in der Schule öfters mal krank war, weil man irgendwas hatte, man war so 1 oder 2 Wochen weg, dann hat man halt meistens in der HÜ oder so nicht mitschreiben müssen. Auch wenn ich ganz ehrlich gefühlt die halbe Zeit, die ich krank war, meiner gesamten Schulzeit, einfach nur zu Hause in Ruhe zocken wollte, chillig. Gönnt euch, was sie macht. Sie weiß nicht, was sie antwortet, oder er weiß nicht, was er antworten soll in der HÜ oder in dem Test. Und er schreibt einfach, da ich krank war, wenigstens etwas Kontraproduktives. Und er malt einfach Sachen. Cool. Und die Lehrerin schreibt sogar noch ganz unten so ein kleiner Smiley. Die Lehrerin saß zu Hause. Ach, so süß. Der nächste Test, Bro. Das ist irgendein Mathe-Test. Irgendwie H² minus 25 Quadrat, keine Ahnung was. Der Typ schreibt drüber, Jesus ist immer die Antwort und schreibt überall in Jesus. Digga, was ist das? Er schreibt über jede Aufgabe in Jesus und rechts daneben Kreuz. Danke dafür, Mann. Danke. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ich muss schlafen gehen. Ich bin schon wieder viel zu. Ich lache die ganze Zeit. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht Lachen aufnehme, wäre komplett vorbei. Bei der nächsten Aufgabe, Leute, ihr sitzt im Hintergrund, ist so ein kleines Diagramm und man soll die Zeit bestimmen. Der Typ schreibt einfach drunter. Die Zeit war eine Frechheit. Und dann schreibt der Lehrer dein Wissen auch, Junge. Bruder, gelb, Bruder, Frau. Ausgenommen auf einem anderen Level. Aber weiter geht's. Aufgabe Nummer 2. Paul spielt nach der Schule Fortnite. Für Fortnite. Was sagt uns das über ihn? Er ist Jungfrau. Yo. Bruder, frontet er hier so? Ich glaube, der Einzige, der Jungfrau ist, bist du. Er schreibt irgendwie 3-4 Mal, hat er das überschrieben. Warum? Ich würde dir raten, von dir erstmal schreiben zu lernen, bevor du irgendwelche Fortnite-Spieler frontest. Ja, ja, ja. Aber gut, Freunde, welche Voraussetzungen muss eine Frau erfüllen, um schwanger zu werden? Ach, jetzt, ich brauche es schon gar nicht durchlesen. Weiß genau was. Bevor sie schwanger werden darf, muss sie einen Schwangerschaftstest bestehen. Ach, du Scheiße. Boah, das ist so richtiger... Ich glaube, wenn du so eine Mama bist, so über 40 oder über 50 Jahre und so auf Facebook das siehst, like. Oder wisst ihr, was auch sein könnte? Das ist so ein typisches Meme oder was Lustiges, was in so einer Familiengruppe landet. Kann euch auf Real Talk mal ganz kurz zeigen. Also auch meine Mama, ne? Grüße gehen raus an meine Mama, aber die schickt auch immer Memes rein. Junge, hier so Bilder, ne? Wenn ich das schon sehe, da muss ich aber ganz reglos. Irgendwelche, was ist das? Lassen wir das lieber. Aber gut, Freunde, weiter geht's. Aufgabenblatt. Wie viele Stunden hat ein Tag? 24, das stimmt schon mal. Wie viele Minuten hat eine Stunde, 60 stimmt auch. Wie viele Tage hat ein Jahr, 365 stimmt auch. Ist die Zahl 6 eine gerade oder eine ungerade Zahl, stimmt auch. Passiert jetzt eigentlich noch irgendwas, oder? Woher weißt du, ob sie gerade oder ungerade ist? Weil ich ziemlich clever bin. Danke dafür. Weiter geht's mit Aufgabe 3 und es ist so, es ist so schlecht, Junge. Aufgabe 3, zeichne dein größtes Körperteil. Weiß ich nicht, Digga. Was ist ein Porträt? Ein französisches Gebäck. Wahrscheinlich französisches Gebäck, Junge. Was für ein französisches Gebäck? Porträt. Hört sich einfach französisch an. Das ist ein französisches Gebäck. Safe Gold. Also, okay. Was bedeutet DNS ausgeschrieben? Döner, nichts schmecken? Ja. Was sind Gene, Chromosomen und ein Genom? Wörter. Wie heißen die 4 Basenmoleküle, aus denen DNA besteht? Peter, Bernd, Uwe und Jochen. Digga! Was, Bruder? Junge, hat der Typ jemals in sein Biologiebuch geguckt oder was, Junge? Er schreibt den Peter, Bernd, Uwe und Jochen.
Wahrscheinlich heißen die so, Mann. Weiter geht's mit der nächsten Antwort. Und zwar ist es, glaube ich, eine Matheaufgabe. In der Abbildung sind zwei Parallelogramme dargestellt. Boah, wie lange ich sowas schon nicht mehr gesehen habe, Leute. Ich sag's dir ehrlich. Ich glaube, wann war ich in der Schule? Das letzte Mal 2014 oder 15. Richtig, es interessiert keinen. Ist der Flächeninhalt der beiden Parallelogramme gleich groß? Kreuze an. Ja oder nein? Ja. Begründe deine Antwort. Ist halt so. Digga, das gibt die volle Punktzahl. Aber warum auch jetzt schwer erklären? Wenn es einfach so ist, Punkt. Ganz einfach. Was mich aber echt mal interessieren würde, bekommt man dann dafür Punkte, wenn es wirklich ja ist? Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es gleich groß ist, weil ich bin absolut hängen geblieben, aber ich glaube schon, dass es gleich groß ist. Aufgabe 5. Wenn Anne durch ihr Mikroskop schaut, kann sie trotz fluoreszierendem Farbstoff auf der Zellmembran nichts erkennen. Woran könnte das liegen? Sie ist blind, Digga. Was? Was? Sie ist blind. Aber daran könnte es liegen, dass sie es nicht erkennt. Wenn sie es halt nicht erkennt, dann vielleicht wirklich, weil sie blind ist. Also, da ist jetzt hier nichts Falsches dran. Gib ein Beispiel für eine Tierart, die sich nicht aus eigener Kraft fortbewegt. Tote Tiere. Ach was. Wenn ein Tier tot ist, kann sie es halt einfach nicht bewegen. Ist halt auch richtig. Oh, Leute, ihr killt mich komplett. Quiz, Napoleon, Teil 1. Wo wurde Napoleon geboren? Bei seiner Mutter. Frage 2. Was war sein Beruf? Offiziell General. Ich glaube sogar richtig. Frage 3. Wie alt war er, als die Französische Revolution begann? Alt genug. Haben wir das auch geklärt, mein Lieber. Klassenarbeit, Allgemeinwissen, Bruder. Das sind 14 Fragen, Mann. Frage Nummer 1. In welcher Schlacht starb Napoleon? In seiner letzten. Ja, natürlich in seiner letzten. Er ist ja gestorben. Frage 2. Wo wurde die Unabhängigkeitserklärung der USA unterzeichnet? Unten auf der Seite. Warum lache ich so viel gerade? Das ist doch gar nicht so lustig, Leute. Von wann bis wann ging der 30-Jährige Krieg? Von Anfang bis zum Ende. Ja, was ist der Hauptscheidungsgrund? Heiraten. Zeichne eine Pflanzenzelle. Was isst man nicht zum Frühstück? Mittagessen, Abendbrot. Junge, was sind das für Fragen? Wollen die mich verarschen? Als ob das real ist. Man sieht auch oben rechts Note 6, Kreativität 1. Aber irgendwie ist die Schriftart von Note und Kreativität dieselbe wie auch die Antwort. Also ich glaube, das ist fake, aber keine Ahnung. Wir gucken einfach mal weiter. Was sieht wie ein halber Apfel aus? Die andere Hälfte. Frage Nummer 8. Was passiert, wenn du auf einem Stein ein Gefäß mit Wasser wirfst? Ganz einfach. Es wird nass. Ah, der war es jetzt nicht so, Leute, sage ich euch ehrlich. Frage 9. Kann man 8 Tage ohne Schlaf auskommen? Klar, man kann doch in der Nacht schlafen. Kannst du einen Elefant mit einer Hand heben? Es gibt keine Elefanten mit einer Hand. Frage Nummer 11. Wenn du in deiner Hand 3 Äpfel und 4 Orangen hast und in der anderen Hand 3 Orangen und 4 Äpfel, was hast du dann? Sehr große Hände, Digga. Das stimmt sogar. Frage 12. Wenn 8 Männer 10 Stunden brauchen, um eine Mauer zu erreichen, wie lange brauchen dann 4 Männer? Gar nicht. Die Mauer haben doch die 8 Männer schon selbst gebaut. Digga. Wie kann man ein rohes Ei auf das Parkett werfen, ohne dass es zerbricht? Wie man möchte. Es ist sehr schwer, Parkett zu brechen. Richtige Antwort. Das war eine geile Aufgabe, sage ich ehrlich. Aber ich glaube, es war nicht echt. Ich glaube, es war fake. Egal. Wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. Und zwar Bewegung von Körpern. Junge, so Aufgaben habe ich in der Schule gehasst, Leute. Aber ihr seht auf jeden Fall, der Fahrradfahrer. 0 Meter, 0 Sekunden, 10 Meter, 3 Sekunden. Eigentlich einfaches Vorausrechnen. Welche Bewegung führt der Radfahrer voraus? Ja, vorwärts. Er ist ja sogar richtig. Begründe deine Antwort, er fährt nicht rückwärts. Ja? Hä, was haben wir denn da auch anderes hinschreiben? Ja, welche Bewegung? Ja, vorwärts fahren, hä? Soll der seitwärts springen, oder? Also manche Schulaufgaben sind so dumm gestellt, ich schwör's euch. Brainstorm Verbs. What do you like to do with your friends and family? Complete the sentence below with action verbs like jump, dive, float. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Math test. Bob has 36 candy bars. He eats 29. What does he have now? Diabetes. Bob has Diabetes. Yo, Digga. Was möchtest du tun, wenn du mal alt bist? Schlafen. Oh ja, schlafen ist toll. Was jetzt die richtige Antwort, oder? Ich versteh's gerade nicht, Mann. Bestimmen Sie die Lösung der trigonomischen Gleichungen in angegebenem Intervall exakt. 2 Sinus, 1/4 t. Ihr könnt die Scheißaufgabe selber lesen, als ob ich die jetzt vorlese.
Und der Typ schreit als Antwort: Dieser Moment, wenn man sieht, dass genau so eine Aufgabe, die man überhaupt nicht kann, 7 Punkte bringt, verdammte Scheiße, Mann. Und die Lehrerin antwortet: Dieser Moment, wenn man eine identische Aufgabe einen Tag vor der Klassenarbeit gemeinsam gerechnet hat und dabei mindestens 3-mal erwähnt hat, dass eine solche Aufgabe drankommt. Boah, Junge, der Lehrer und die Lehrerin komplett auseinandergenommen. Und oh, ich seh's jetzt erst, die hat oben im Text Komma korrigiert und das mit Doppel-S. Boah, cringe, Bruder. Also der die Aufgabe geantwortet hat, RIP, Digga. Klasse 9a, Name Adrian. Hi, Adrian. Das Prädikat. Schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst. Darf ich bitte den Prädikat haben? Ja, der war's. Aufgabe 1. Bildet Arbeitsgruppen und erstellt eine Statistik über die Zeit, die jeweilige Gruppe pro Woche mit Sport verbringt. Gebe die jeweiligen Abweichungen an. Antwort. Wir erstellen grundsätzlich keine Statistiken über Sport. Wir betreiben ihn. Digga, wilde Antwort, sage ich ehrlich. Und dann links noch hier vom A-Team BA hingemalt. Richtig nice. Aufgabe 3. In welchem der beiden Vorgänge findet die Reduktion von Titan statt? Im ersten Vorgang. Danke. Erkläre deine Behauptung. Statistisch gesehen lag die Wahrscheinlichkeit, die richtige Antwort zu gesehen, bei 50%. Ja, normal, es gibt ja nur 1 und 2. Extemporale aus der katholischen Religionskirche. Religionslehre. Nenne mindestens 3 Beispiele für andere Religionen außer das Christentum. Erstens die dunkle Seite der Macht. Zweitens Essen. Drittens Sex. Digga, was? Aufgabe 2. Welchen Sinn hat das Eucharistiefeier im katholischen Gottesdienst? Das kann nur Gott beantworten. Was war eins der größten Errungenschaften der alten Römer? Sie konnten Latein. Erweitere. 4/3 plus 2/5. 4/3 plus... Er hat's erweitert. Versteh das Problem nicht. Ist doch gut. Er hat's einfach weiter auseinander gemacht, Junge. Was guck ich mir hier an, Mann? Zur Frage 3 gibt es 4 verschiedene Antworten. Welche sind die richtigen? Eine Zelle ist die kleinste lebende Einheit eines Organismus. Die meisten Zellen können Stoffe aufnehmen und abgeben, wachsen, mit der Umgebung reagieren und sich teilen. Und er schreibt alle 4. Wozu die Frage? Hä, was auch voll dumm gestellt. Weil, ist ja Komma, der Satz geht ja immer weiter. Weil Zellen können Stoffe aufnehmen und abgeben, glaube ich. Die können weiter wachsen, mit der Umgebung reagieren und sich teilen. Das geht alles. Zeichne eine Pflanzenzelle und beschrifte die wichtigsten Werke. Junge, warum? Warum zeichnet jeder so eine Zelle, Digga? Eben bitte schau mal. Keine Fenster. Gitter an der Türe. Danke, Mann. Die nächste Aufgabe ist ein Kurztest in Mathe. Löse mit Hilfe der binomischen Formeln auf. 7x minus 9, bla bla bla. Der Typ schreibt, das geht leider nicht. Die binomischen Formeln sind streng geheim. Was für streng geheim, Digga? Der denkt auch, Matheaufgabe ist CIA oder so. Bei der Kraft von Gukus habe ich keine Ahnung, wie diese Aufgabe geht. Ich hoffe, ich bekomme eine 4. Und der Lehrer schreibt drüber, hilft er dir? Und er bekommt eine 3. Gott sei Dank und macht einen Sticker ein von Son Goku. Was? Okay, das ist geil, Leute. Was ein Ehrenmann dieser Lehrer ist. Ob er einfach eine 3 gibt dann. Hä? Geil. Rückblick auf die Exkursion von Klasse 5b. Die Denkmäler der Stadt München. Was hast du über den Tag des offenen Denkmals gelernt, was du bis jetzt noch nicht wusstest? Ich wusste nicht, dass er am 8. September ist. Nicht schlecht, das haben wir jetzt schon mal gelernt. In welcher Situation könnte dir diese Information hilfreich sein? Vielleicht bei Wer wird Millionär? Hä? Welche Denkmäler haben wir zusammen besucht? Alle. Zu welchem Anlass wurde der Bronzeguss des Friedensengels von Ferdinand von Miller errichtet? Höchstwahrscheinlich für den Frieden. Würde Sinn ergeben. Was ergibt 300 plus 70 plus 2? Eine Menge. Ganz genau. Biologiearbeit. Wahrscheinlich sieht so eine Biologiearbeit aus. Kann sich ein Mann mit nur einem Hoden fortpflanzen? Bevor wir uns da jetzt die Antwort reinziehen, können wir einfach direkt nachfragen. Sollte einfacher sein. Sekunde. Streamst du gerade noch? Jetzt gleich, warum? Sag mal ja. Ja. Okay, danke. Alles gut. Energy, ciao. Geschichte. Boah, der Joke war eigentlich mies scheiße, aber es ist voll gut. Nenne einen Feststoff. Kacke. Wäre ich jetzt so 8, wäre das vielleicht noch lustig. Nenne eine Flüssigkeit. Pipi. Nenne ein Gas. Furz. Kunstklausur. Mal ein Bild von dir, wie du in 100 Jahren aussehen wirst. Daniel. RIP. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas.